aus Israel, dass die natürlich durchgemachten Infektionen einen viel höheren Wert in der Abwehrkraft des Körpers haben, eine dauerhafte, wirksame Immunität entstehen zu lassen, als wir es jemals durch Impfungen und schwere Medikamente erreichen könnten. Häufig erleben wir nach einer Akutinfektion, sehr viele sind gerade krank, eine deutlich spürbare Verbesserung auf vielen Ebenen unseres Seins. Gestärkt gehen wir aus dieser körperlichen und persönlichen Krise hervor, vor allem bei Kindern, die noch Infektionen durchmachen dürfen, können wir es sehr deutlich beobachten. Wir sind angelangt an der Stelle, wo selbst ein leichterer grippaler Infekt nicht mehr sein darf. Es erfordert inzwischen Mut, gegen die allgemein herrschende Angst und Panik in den jetzigen Zeiten standzuhalten, sich, wenn man krank ist, zurückzuziehen aus der Funktion, anzunehmen, krank sein zu dürfen, in die eigene Körperwahrnehmung zu kommen, in das Hier und Jetzt, nachzuspüren, was dieser Körper braucht. Ruhe, Schlaf, Begleitung durch einen kompetenten Arzt oder Therapeuten, der selbst Ruhe bewahrt und sieht, ob und auf welcher Ebene tatsächlicher Handlungsbedarf besteht, der nicht gleich mit schweren Medikamenten zum Teil nur prophylaktisch tätig wird. Es könnte ja einen schweren Verlauf geben. Akute Infektionen sind das tägliche Geschehen in unseren Praxen schon immer gewesen. Und nun lassen viele Arztpraxen Patienten mit grippalen Symptomen nicht mehr kommen, besuchen auch nicht mehr zu Hause. Lassen sie mit ihren grippalen Symptomen und vor allem der Angst allein. Weil es dieses Narrativ gibt? Keiner erinnert sich mehr daran, dass Infektionen durchweg das Signal des Immunsystems sind, dass hier Abwehrkräfte im Körper fehlen, eine Schwächung auf mehreren Ebenen besteht, die der Körper eventuell wieder ab- und neu aufbaut durch diese Infektion. Keiner erinnert sich mehr daran, dass der Körper eine hohe Intelligenz hat, die wir auch heute trotz aller Forschungen nur bruchstückhaft verstehen. Die Infektionen sind nicht eine Frage des Erregers, sondern des Milieus, der Umgebung, im Inneren wie im Äußeren. Der Organismus aller Lebewesen hier auf der Erde ist nicht nur eine Maschine aus einzelnen Teilen, die man wartet, hier etwas dazu gibt, dort ölt und an anderer Stelle schwere Eingriffe vornimmt, weil die Maschine sonst nicht mehr funktioniert, möglicherweise ihre Funktion aufgibt. Es gibt von namhaften Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Bruce Lipton, Versuche, Stammzellen in unterschiedlichen Nährlösungen, das heißt in unterschiedlichen Milieus, zu bringen, wachsen zu lassen. Und je nachdem werden die gleichen Zellen, Knochengewebe, Fettgewebe, Muskelgewebe oder andere Zellen. Es ist das Milieu. Wie viel größer ist die Variabilität in einem so komplexen Wesen, das sich Mensch nennt? Dieser Körper ist ein Wunderwerk an Funktionalität im Zusammenspiel kompliziertester Abläufe in jeder Sekunde. Wir können es nicht berechnen. Wir stehen immer wieder vor dem Mysterium des Lebens, des Krankseins und des Sterbens. Gestern auf der Demo habe ich auf einem Mundschutz einen wunderbaren Satz gelesen.
Beschütze deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Danke. Mehr und mehr Verwirrung herrscht in den Köpfen und im Miteinander. Es ist ein Gegeneinander geworden, ein Abgrenzen. In allen Lebensbereichen ist ein tiefer Graben entstanden. Die Angst und Panik hat um sich gegriffen, auch bei uns auf der kritischen Seite, auch bei uns Ärzten. In der Wahrnehmung unserer Verantwortung, der Verantwortung, unsere Patienten zu schützen und zu bewahren, wir verbürgen uns dafür, zum Großteil inzwischen auch durch Atteste und Bescheinigungen, zum Abwenden von direktem Schaden. Nur, wir bekommen Druck. Uns drohen von der politischen Seite Durchsuchungen der Praxen. Man nennt das auch Razzia. Uns droht Approbationsentzug, weil wir es zu oberst vertreten, zuallererst nicht zu schaden. Primum non nocere, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir Ärzte sind gedacht als Hüter des Lebens, der Gesundheit und des Wohlergehens von uns anvertrauten Menschen. In der Gesamtheit aus Seele, Körper und Geist. Wichtig ist aber auch, und das lernen wir Ärzte jetzt auch, wir sind die Hüter unserer eigenen Gesundheit. Und hier ist jetzt auch die Frage, durch was wir selbst in Gefahr gebracht werden. Durch die Panik und die Ansprüche, in dem zunehmend die Erwartungshaltung besteht, dass wir es ja richten können, Bescheinigungen schreiben, wir uns aus dem Fenster lehnen, wir mutig sind. Primum non nocere, zuallererst nicht schaden. Es bedeutet auch, dass wir in unserer Funktion als Ärzte und Therapeuten achtsam mit unseren eigenen Möglichkeiten umgehen lernen und zur Eigenverantwortung von jedem Einzelnen aufrufen. Es gilt für jeden Einzelnen von uns. Ich stehe hin und ich stehe auf. Ich zeige Gesicht für mein Leben, mein Sein in Freiheit und Selbstbestimmung, für mein Immunsystem, für die natürliche Intelligenz meines Körpers. Es gibt zwei wichtige Dinge, es gibt noch andere, aber diese zwei, mit denen wir Ärzte in unserer Arbeit unterstützt werden könnten. Erstens, jeder leistet seinen Anteil an seiner Gesundheit und Gesundwerdung. Jeder achtet auf Hygiene jeglicher Art. Nicht nur Hände waschen und desinfizieren, sondern die Hygiene der Gedanken, der Entscheidungen. Jeder hat persönlich... Jeder hat persönlich die Verantwortung für sein sich gesund erhalten. Ein Arzt, Therapeut kann im besten Fall nur der Ratgeber sein, manchmal der Retter in lebensgefährlichen Situationen, jedoch nicht auf Dauer der Retter. Unser Leben, unsere Körper wurden uns geschenkt, jedem Einzelnen. Ich selbst sollte mich, meine Lebensumstände, meine Lebensgeschichte am besten kennen. Wenn ich dies nicht mehr weiß, mich verloren habe, dann halte ich inne, um aus der tiefen Weisheit meiner Seele neue und andere Entscheidungen zu treffen. Niemand kann mir das abnehmen. Der zweite Punkt ist,
mit dem wir Ärzte und Therapeuten unterstützt werden könnten, wäre durch Hinstehen von jedem Patient und jedem Menschen für seinen Arzt und oder andere Therapeuten, wenn er von ihnen weiter betreut werden möchte nach dem 15. März. Schreiben ans Gesundheitsamt, die Ärztekammer, die Berufsverbände, weil für manche von uns sonst ein Berufsverbot ansteht. Aus der Eigenverantwortung von jedem von uns entsteht ein neues Miteinander. Aus dem Spüren in mich hinein begegne ich dem Menschen auf der Herzensebene. Es entsteht dann, wie ich es hier spüre, auf den Demos in Freiburg oder bei uns in Neustadt, eine wahre Solidarität in einem ganz anderen Sinn als im Neusprech dieser Tage. Wir lernen eine neue Toleranz, ein Erkennen, dass jeder von uns andere Begabungen hat, auf eigene Weise beiträgt zum Gemeinsamen. Aus einem innerlichen Üben und Wachsen der Vertrautheit mit meiner Seele ist es mir möglich, dem Hass, Unverständnis und der Aggression mit Gelassenheit und innerem Frieden zu begegnen. Es wird jedem von uns mehr und mehr klar, dass Wut und Beschimpfung nur noch zu mehr Spaltung führt. Gemeinsam mit den anderen, mit euch, die sich ebenfalls schon auf den Weg begeben haben, habe ich die Gelegenheit zu üben, immer wieder von Neuem. Ich bin so dankbar für die wertvollen neuen Begegnungen mit den Menschen auf der Straße, auf den großen Demos in Freiburg und anderen Städten, den Mahnwachen, den Spaziergängen in vielen Orten. Ich bin dankbar, dass die Ruhe und Gelassenheit bei dem Gehen auf der Straße überall so deutlich wird, dass die hasserfüllten Gegendemonstranten weniger werden, vielleicht anfangen, sich zu besinnen. Ich bin dankbar für die Menschen, die im Inneren, in der Stille, in ihrem Schutzraum auf ihre Weise ebenfalls beitragen zu diesem neuen Miteinander. Mir fällt als Schluss Franz von Assisi ein. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis herrscht. Ich danke euch. Ich liebe die Worte von der Elke, möchte aber noch eins hinzufügen. Es sind nicht nur die Ärzte und Therapeuten, sondern auch wir Hebammen, die dringend Unterstützung brauchen. Macht nichts, wir werden immer vergessen. Die dringend Unterstützung brauchen. Es gibt noch die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, aber eigentlich würde es jetzt rein für uns theoretisch bedeuten, 100 Frauen im Niemandsland zu lassen und 100 Kinder ohne Vorsorge, ohne Hilfe bei Beschwerden, ohne Unterstützung vor der Geburt, ohne Kurse, auf die Rückbildung, auf die Wochenbettbetreuung und auf diesen Bezug, dass aus zwei Menschen eine Familie wird mit ihrem Kind und dass das Ganze auch in Würde geschieht. Es nützt nichts, zu Hause zu bleiben und darauf zu warten, bis wir weg sind, sondern kommt, solange wir noch da sind. Für Ärzte, für Therapeuten, für Krankengymnasten, für Ergotherapeuten, für Heilpraktiker, für alles, was es gibt. Es wird weg sein, wenn wir jetzt nicht aufstehen. Dann habt ihr nicht mehr die Wahl, ob ihr zu dem Zahnarzt könnt, zu dem Frauenarzt oder da oder dahin. Es gibt viele, die noch
unter der Linie stehe und noch nicht geimpft sind. Und wenn eine gute Versorgung eine Impfung ausmacht, dann weiß ich nicht, wo wir sind. Und ein Vater, den fand ich wirklich gut, der hat zu mir gesagt, ich habe doch die Wahl. Wir haben doch die Wahl. Wir als Patienten, wir als betreute Familie. Wollen wir Ungeimpfte oder nicht? Mir ist egal. Hauptsache du kommst. Das war das richtige Wort für mich. Ich danke ihm von hier aus an, von ganzem Herzen. Danke. So, und es ist tatsächlich auch, ich habe die Szene gehabt bei mir in der Praxis.